Wir machen mal ein paar Übungen zur X0-Bestimmung und Y0-Bestimmung. Y0 in diesem Fall hier ganz einfach plus 3. Da können wir drauf pfeifen, das machen wir nebenbei. X0 bestimmen heißt, wir müssen was tun und jetzt wollen wir mal überlegen. Machen wir es mal so, wir zeichnen mal ganz kurz den Graphen ein. Wenn das hier wieder 1 und 1 gilt, dann können wir den Graphen wie folgt anzeichnen. 1, 2, 3 hier. Ist das absolute Glied, hier ist Y0. Das kann man schön bezeichnen, Y0. Und jetzt geht's los. Was ist ein minus 2,5x? Wie kann man das mit einem Steigungsdreieck oder für ein Steigungsdreieck besser ausdrücken? Das ist minus 5 halbe x plus 3. So kann man die Funktion auch benennen. Das geht viel besser. Warum 5 halbe? Ich gehe 1, 2 nach rechts und dann 1, 2, 3, 4, 5 nach unten. Jetzt habe ich hier mein Steigungsdreieck, beziehungsweise ich habe von y aus 0 ausgehend meinen Punkt gefunden und skizziere mal den Graphen hier. Und ich sage es mal gleich, hier an dieser Stelle wird x0 entstehen. Das heißt, was müssen wir rechnerisch machen? Richtig, hier an dieser Stelle x0, hier ist der y-Wert 0. Der y-Wert ist hier 0. Hier, hier, hier. Der geht nicht nach oben. Das hier zum Beispiel, das wäre ein anderer Y-Wert. Oder hier. Das wären Y-Werte, die sind größer als 0. Vielleicht ein halb oder sowas. Aber richtig, an dieser Stelle hier, da ist Y 0. Und demzufolge können wir es ganz leicht ausrechnen. Das ist jetzt wieder Handwerkszeug. 0 ist gleich minus, entweder wir machen 5 halbe weiter oder mit 2,5. Minus 5 halbe plus 3. Und der Rest ist dann wieder leicht auszurechnen. Ach so, das x0 noch vergessen reinzuschreiben. Also minus 3. Minus 3 ist gleich minus 5 halbe x0. Und jetzt nehmen wir die ganze Sache mal minus 2 Fünftel und dann haben wir es raus. Minus mal minus ist plus, das sind 6 Fünftel ist gleich x0. Jetzt haben wir es ausgerechnet. 6 Fünftel entspricht, hier kann man es leicht rechnen, 1,2. Also ich kann auch sagen, 1,2 ist x0. Und 1,2 ist wesentlich leichter hier abzulesen als 6 Fünftel. Mit so einem Bruch kommt man da nicht weiter. Das ist die andere Form des Ergebnisses. Wenn das ein krummer Bruch ist, dann bei dem Maßstab hier kann man nichts anderes tun, als rund den Wert als Kommazahl hinzuschreiben. Okay. Kommen wir zum anderen Beispiel. In grün, f von x ist gleich 2 Siebtel minus 4. Es ist x0 zu errechnen. Also gesucht ist immer x0. Wie machen wir es? Ja, das kommt davon. 2 Siebtel x minus 4. Ich habe das gerade gesehen. Also, am besten den Graphen einmalen, damit man weiß, was man errechnet. Gesucht ist x0. Gut, der ist nicht so leicht. 1, 2, 3, minus 4. Hier geht's los. Und jetzt 7 nach rechts und 2 nach oben. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 und 1, 2 nach oben. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, den Graphen hier reinzuschmieren. Mal sehen, ob das freihändig gelingt. So, und wenn ich jetzt x0 haben will, jetzt muss ich mal einfach hier durch verlängern und mal abzählen. Hier ungefähr wäre mir ein grünes x0 und das wäre rund. Das haben wir gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Könnte rund 12 sein. Das wissen wir nicht genau. Schon alleine wegen dieses blöden Verhältnisses. Durch 7. Etwas durch 7. Das ist kaum fassbar. Jetzt rechnet es mal aus. So, jetzt hier die Rechnung. Die ist Handwerkszeug. Das kann man dann machen. Siehe da, wir haben sogar 14 raus. Obwohl das scheinbar durch die 7 immer so aussieht, als wenn da was ganz Krummes rauskäme. Gut. Nehmen wir noch ein rotes Gerät dazu und immer schätzen bitte. Eine rote Funktion heißt meinetwegen f von x ist gleich ein Drittel x ja, minus 2,5. x0 ist gesucht. Erstmal den Graphen schätzen und dann anschreiben und dann ausrechnen. Also fangen wir wieder mit minus 2,5 an. 1, 2,5. Hier ist unser erster Punkt. Und jetzt
3 nach rechts, 1, 2, 3 hiervon und einen nach oben. Unser zweiter Punkt, Graphen reinmalen. Oh je. Und jetzt schätzen wir, hier ist unser x0. Müsste rund sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Das ist unser Schätzwert. Ausrechnen können wir ganz leicht wieder selber. Und das ist Handwerkszeug. Ich denke mal, der müsste 7,5 sein. 7,5 ist gleich x0 berechnet. Jetzt haben wir schon mit fester Kommazahl hier. Und liegt zusammen. 7,5, 6,5 passt zusammen. Wir haben es nicht total verrechnet. So, jetzt vorsichtig. Ich gehe nochmal auf die einzelnen Dinge ein. Was habe ich hier gemacht? Hier habe ich ein sogenanntes Steigungsdreieck gemalt. Hier ist es. Das heißt, ich gehe von meinem absoluten Glied von minus 2,5 aus und mache das mit dem Steigungsdreieck. Es gibt aber noch eine zweite Variante. Und zwar so, dass ich einen bestimmten Wert einsetze. Und jetzt kommt mein f von ins Spiel. Jetzt könnte ich ja hier bei dieser roten Funktion sagen, ich nehme einfach mal den Wert 6. Dann würde ich so schreiben, f von 6 ist gleich. Ein Drittel mal 6 ist 2. Das kann man im Kopf, ne? Ein Drittel mal 6 ist 2 minus 2,5. Müsste dann minus 0,5 sein. Gucken wir mal. Wir gehen mal nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und ungefähr hier. Das stimmt jetzt nicht ganz genau, weil wir ja geschmiert haben. Hier ist dann dieser Punkt, den ich ausgerechnet habe. Achtung, als Punktkoordinate schreibt man P und dann 6-0,5 hin. Das ist der Punkt. Gut. Wir nehmen uns ein neues Dreieck, ein neues Koordinatensystem zum Malen und üben mal wieder weiter. Gegeben, f von x ist 2 Drittel x plus 3 Zehntel. Nee, 3 Fünftel ist besser, ist nicht so schlimm. Ruhig bleiben, nicht gleichnamig machen, ganz ruhig bleiben. Gesucht ist wieder x0, y0 ist ja schon da. Also beim Skizzieren, da muss ich mir klar werden, 3 Fünftel ist 0,6. Das kann man aber kaum malen. Also 0,6 liegt dann ungefähr hier. Na, komm. Und ich mache hier mein Kreischen drum. Ich habe meinen ersten Punkt und jetzt 2 Drittel. Also 3 nach rechts, 1, 2, 3 und da ja positive 2 hier oben steht, weil nichts dran steht. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich mir hier klar werden, dass ich das richtig mache. Na, Moment. 1, 2. Hier müsste ich landen. So, jetzt kriege ich mein x0 geschätzt geliefert. Y ist ja klar, das ist 0,6. Und jetzt hier, an der Stelle, das ist mein x0. Das ist rund. Tja, jetzt müssen wir schätzen. Vielleicht 0,7, ne? Ja, ja. So, und jetzt ausrechnen bitte. Ja, ja, minus 0,7. Moment. Minus 0,7. Ungefähr müsste es sein. So, jetzt ausrechnen. Rein rechnerisch ergibt sich dann minus 9 Zehntel, also minus 0,9 wäre x0. Na, das passt zusammen. Man kann es schön überprüfen und sagt, das liegt ziemlich gut geschätzt zusammen, das passt. Anderer Fall, gesucht ist der Punkt P, der die x-Koordinate 6 hat. Wie machen wir das? Genau, jetzt bedient man sich unserer Schreibweise und sagt, na, dann müssen wir eben mal, die Lösung ist wie folgt. Wir rechnen f von 6 aus. F von 6, ne, hier diese dieser x-Wert f von 6 ist gleich und jetzt sagen wir einfach, wie hieß unsere 2 Drittel mal 6? 2 Drittel mal 6 plus 0,6. Mache ich jetzt mal aus Spaß. Denn 3 Fünftel sind ja auch 0,6. Machen wir das. Dann ergibt sich, hier gekürzt ist 1, hier ist eine 2. 2 mal 2 ist 4 plus 0,6, 4,6. Das müsste dann, ich mache das jetzt mal, weil ich keinen Platz mehr habe, 4,6 ergeben. So, gucken wir mal. Bei 6 müsste sich 4,6 ergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und von hier aus hoch. 1, 2,
3, 4. Hier ungefähr ist der Punkt. Ja, das kommt hin. Hier ist unser Punkt, den wir eben gerade gesucht haben. Also können wir hier 4,6 reinschreiben. Ja, das macht man, Moment. Das ist jetzt sehr unkorrekt. Wir haben ja 4,6 ausgerechnet, also müsste man wirklich ganz sauber dann hinschreiben. Die Lösung besteht darin, P6, 4,6 und hat's. Gut. Na klar, kann man es genauso machen. Was ist denn, jetzt bleiben wir mal bei unserem Beispiel. Was ist denn, wenn ich sage, nee, dazu brauchen wir ein bisschen Platz. Wenn ich sage, ja, was ist, wenn der Punkt y-mäßig gegeben ist? Also Beispiel, gesucht, wir probieren es mal ganz genau mit dem Wert aus. Gesucht ist der Punkt P, der x-mäßig noch keine Koordinate hat, aber 4,6 eingegeben hat. Was müssen wir dann machen? Nochmal zur Erinnerung, f von x war ja 2 Drittel x plus 3 Fünftel. Ne? Das war ja unsere Grundidee, das war ja die Funktionsvorschrift. Was muss ich jetzt machen, wenn ich in diesem Fall diese x-Koordinate errechnen muss? Sehr schön. Die Lösung. Wo besteht der Ansatz? Was muss ich dann machen? Na, sehr schön. Jetzt ist der Lösungsansatz der, dass ich sage, ich habe ja den y-Wert. Also schreibe ich hier hinten den schon bekannten y-Wert hin. Und wenn ich den x-Wert haben möchte, dann schreibe ich also 4,6 ist gleich und schreibe den Rest der Funktionsvorschrift hin. Und das mal ganz schnell gezeigt, minus 0,6 ergibt sich 4 ist gleich 2 Drittel x. Jetzt mal 3 halbe. Also sind das 12 halbe, sind 6 ist gleich x. Für diesen Wert. Sehr schön. Wir könnten sogar in diesem Fall x 4,6 ranschreiben. Das ist aber jetzt witzlos. Wunderschön. Die Lösung heißt also, der Punkt heißt jetzt nochmal umgekehrt. Ich habe den y-Wert zuerst gehabt. Schreibe jetzt den x-Wert aber immer an erste Stelle schreiben hin. Und das ergibt sich genauso. Richtig, wunderbar. So, jetzt haben wir hier mal ein Beispiel f von x sei ein Fünftel x minus 1,5. Wir haben den Graphen schnell mal hingeschmiert und haben gesagt, jawohl, ungefähr bei 8 oder weiß der Kuckuck was, vielleicht auch bei 7, manche haben 6,4. Bei dieser Darstellungsweise ist das Glückssache. Uns kommt es darauf an, dass wir ahnen, wo wir landen. Denn wenn wir dann rechnen und wir kriegen meinetwegen minus 7,5 raus, dann sagen wir, entweder ich habe den Graphen falsch gemalt oder ich habe falsch gerechnet. Das ist eine ideale Erfolgskontrolle und außerdem übt es. Und jetzt gab es eine Frage, ja, wann schreibt man denn f von 6 oder sowas und wann schreibt man 0 ist gleich? Gehen wir nochmal drauf ein. Nochmal ganz kurz. Wir schnappen uns mal hier diesen Punkt. Um den geht es. Der ist eigentlich aus dem Steigungsdreieck entstanden. Wie müsste dieser Punkt offiziell richtig heißen? Dieser Punkt hier. Nennen wir mal P1, weil wir werden noch weitere Punkte nehmen. P1, gucken wir mal. Der ist 1, 2, 3, 4, 5 x-mäßig von der y-Achse entfernt. Und er müsste bei 0,5 liegen, ne? Minus 0,5. So müsste der heißen. Einverstanden? Gut. Diesen Punkt, wenn ich den in diese Originalgleichung einsetze, dann müsste ich es wie einsetzen, um zu überprüfen, dass der Punkt richtig ist. Wie müsste ich den einsetzen? Ich habe einen x-Wert und einen y-Wert. Machen wir das mal hier in diese Gleichung. Ich schreibe das mal hier drüben hin. Da kommt dieser Punkt P1 mal rein. Wie müsste ich den einsetzen? F von x, was schreibe ich dafür für einen Wert? Genauso ist es. Der f von x-Wert ist der zweite, das ist der y-Wert. Der heißt minus 0,5, den schreiben wir natürlich auf diese Seite, auf die linke. Und dann kommt ein Fünftel und statt des x kommt unser x-Wert. Wenn wir das mal ausprobieren, können wir sagen, warte mal, das kürzt sich hier schön. Ist eine 1, 1 minus 1,5 minus 0,5 ist minus 0,5. Also hat geklappt. Das war sozusagen unsere Probe. Nochmal, was setzt man also wo ein? Das ist immer der x-Wert und das ist der y-Wert, sage ich mal kurz. Oder der f von x-Wert. Hier in diesem Fall der f von 5 Wert. Ne? Noch eine Übung, ich mache die mal in, ach, dieses hässliche Blau. Ich schnappe mir mal einen Punkt auf der Geraden, der müsste
Hier, nehmen wir mal den. Der x-Wert ist bekannt. Das heißt, wie nennen wir den Punkt? Nennen wir P2. Der x-Wert ist bekannt. Wie heißt der Punkt P2? X-Wertmäßig? Minus 1, genau. Und ja, was schätzen wir? Das könnten nur sein. Minus 1,6. Wir hatten jetzt schon spaßeshalber gesagt, nein, bitte minus 1,642. Also hier in diesem Koordinatensystem noch mehr Stellen hinterm Komma. Wäre Schmuck am Nachthemd und Blödsinn. So, jetzt rechnen Sie bitte, meine Damen und Herren. Und zwar, stimmt das? Oder wie ist es? Ich wette, dass wir hier garantiert was Blödes rausbekommen. Wie kommt man jetzt auf den... Der x-Wert ist sicher. Der ist bei, hier, ganz genau minus 1. Hier ist die minus 1. Aber das hier, da muss ich ein großes Fragezeichen machen. Wie komme ich an den wahren y-Wert? Wie kann ich also das berechnen? Wie muss ich schreiben? Genau, wir schreiben f von 1, ne? F von minus 1 ist dann... Jetzt schreiben wir ab, 1/5, das ist der Anstieg, mal... Minus 1 und dann, nicht scheiße, minus 1,5 dahinter. Und das kann man ausrechnen. Also f von minus 1, hier wird dann ein Wert entstehen. Also das f von minus 1 wird ein Wert werden, wenn ich das ausgerechnet habe. Das ist minus 1/5, also minus 0,2, minus 0,2, minus 1,5. 1/5 mal minus 1 ist minus 1/5. 1/5 ist aber 0,2, daher das. Und hier ergibt sich ein Wert, also dieser Wert, der kann hier entstehen. Ich kann es auch anders sagen. Ich sage, okay, f von minus 1 ist minus 1,7. Und damit haben wir den konkret ausgerechnet. Und jetzt können wir unseren Punkt auch besser bezeichnen. Ich schließe das Video an der Stelle mal ab.